Leute, ein letztes Mal aus San Pedro del Pinatar. Ihr seht, wir stehen kurz vor der Abfahrt. Der Andi karrt schon unsere ganzen Sachen raus. Hier der Benne, der fährt gleich den Transporter nach Bochum zurück. Die Mannschaft wird sich jetzt hier peu à peu einfinden und ihre Sachen, die sie nicht ins Flugzeug nehmen wollen, wie gesagt, in den Transporter von Benne tun. Ja, gehen wir mal raus. Dann zeige ich euch das Ding mal. Die Kiste, mit der Benne da zurückjuckelt. Geht ja schnell von Spanien nach Bochum. Andi? So. So, da vorne ist er doch. Wunderbar. Falsches Kennzeichen zwar, aber von Thiemeier zur Verfügung gestellt. Danke nochmal dafür. Ja, ich denke, es wird Zeit nochmal jetzt das Fazit zu ziehen. Wir Deutschen sind ja die großen Fazitzieher. Die Jungs von euch kennen das. Wenn sie mit ihren Kumpels abends einheben sind, am nächsten Tag muss immer alles nochmal schön besprochen werden und ein schönes Fazit gezogen werden. So machen wir es jetzt ja auch. Ich denke, 19 Einheiten bzw. 17 Trainingseinheiten und 2 Spiele, das kann sich in 6,5 Tagen auf jeden Fall sehen lassen. Paar Verrückte wieder hier. Ah, alle gut gekleidet, schick, schick. Guck mal hier, der Tiffy. Haben auf jeden Fall gut gearbeitet, das hier komplett ausgenutzt. Auch die Testspiele sehr gut bestritten, wenn auch ergebnistechnisch natürlich nicht nach unseren Vorstellungen, das ist klar. Aber von der Art und Weise, wie wir da aufgetreten sind, kann man zu dem Zeitpunkt auch, in dem wir uns gerade befinden, sehr, sehr zufrieden sein. Ich denke, der Kloppo war nicht umsonst unzufrieden mit seiner Mannschaft, da gehört ja auch immer ein Gegner dazu, der es den Borussen auf jeden Fall sehr, sehr schwierig gemacht hat. Und auch ansonsten haben wir alle super mitgezogen. Wir haben keine großartigen Verletzungen zu beklagen, bis auf ein paar Wehwehchen. Und das stimmt mich doch positiv, dass es in Bochum so weitergeht. Jetzt geht es gleich, wie gesagt, in 1-2 Stündchen zurück mit dem Flieger nach Eindhoven, dann nach Bochum zurück. Dann sind wir irgendwann mitternachts da. Morgen steht dann die nächste Einheit auf dem Programm. Samstag schon das nächste Testspiel. Ich freue mich drauf, dann hoffentlich mit eurer Unterstützung auch am Samstag. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, wir würden uns freuen. Ich sage Adios aus Spanien und bis in Bochum. Ciao.